Ich möchte Stanz im Mürztal als schönsten Ort nominieren, weil Stanz eine rundum gepflegte Naturlandschaft besitzt, diese auch erhalten und gepflegt wird. Es viele Erholungs- und Wandermöglichkeiten gibt, Stanzer Sonnenweg, im Vorjahr drittschönstes Fleckerl der Steiermark, die Lebensqualität hoch ist, die Menschen aufgeschlossen, die Tradition gepflegt und gelebt wird. Viele Argumente also, schrieb Sieglinde Rossecker an das zuständige Gremium. Und das Resultat wurde mit der Überreichung des Steiermark-Bankerls zum dritten Platz feierlich begangen. Weil Stanz eine wunderschöne Gemeinde ist, den dritten Platz erreicht er bei dem großen Wettbewerb von Steiermark Tourismus, Kleine Zeitung und Boholz. Und ich sage es hier auch wirklich sehr, sehr gerne, die haben das auch wirklich verdient. Die Steiermark Bank ist ein bisschen angelehnt natürlich an das Steiermark Herz, das große Markenzeichen der Steiermark, was weit über die Grenzen hinausgeht. Und in guter Zusammenarbeit mit den Freunden von Boholz ist eben diese Steiermark Bank kreiert worden. Ist ein Anfang mit diesem Wettbewerb und irgendwann einmal träumen wir natürlich davon, dass Tausende von Steiermark Herzbänken in der ganzen Steiermark dann aufgestellt sind. Ist es aus steirischem Holz gefertigt? Das ist aus steirischem Lärchenholz, also einer Holzart, die typisch für die Steiermark ist. Die steht für Tiefwurzeln, die steht für Identität, so wie Holz überhaupt ein wichtiger Rohstoff für die Steiermark ist. Wir haben 55.000 Arbeitsplätze, an die 5.000 Betriebe und machen an die 5 Milliarden Produktionswert. Das ist beachtlich. Und auch die Form des Bankerls ist typisch steirisch. Ja, man sagt, das grüne Herz Österreichs ist die Steiermark und auch das Symbol für den Tourismus. Und es gibt eine gute Synergie, Tourismus und Holz. Und das wollen wir mit diesen Bänken auch darstellen. Ein Dankeschön seitens des Bürgermeisters gab es für die Initiatoren Familie Rossecker. Wir haben im Vorjahr den tollen dritten Platz erreicht beim Sonnenweg und jetzt wieder dritter Platz. Ein Zeichen für mich, dass viele, viele Menschen für die Stanz unterschrieben haben, weil sie gerne hierher kommen, sich hier wohlfühlen und hoffentlich auch immer wieder gerne kommen. Das Ergebnis zeigt, hier ziehen alle an einem Strang, wie man so schön sagt. Das ist richtig, es passt ganz einfach die ganze Struktur zurzeit. Die Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverein, der Sonnenweg, die Gemeinde. Die Leute finden hier Abwechslung, Freizeitmöglichkeiten. Und ganz hervorragend bei uns ist natürlich diese gute Gastronomie, die bei uns bestens floriert und die Leute mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt werden. Auch Gastronom und örtlicher Tourismusobmann weiß, diese Auszeichnung zu schätzen. Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen, ganz vorne mitzumischen. Wir haben voriges Jahr beim Sonnenweg schon gute Erfolge gehabt und heuer eben mit dem gesamten Ort haben wir wieder den dritten Platz erreicht. Also ich muss sagen, da macht es wirklich Spaß, einen Tourismusverein zu führen. Der Zusammenhalt ist enorm wichtig, sei es die Gastronomie, sei es die Vereine, auch unsere Partnergemeinde Altruppersdorf in Niederösterreich hat uns hervorragend unterstützt. Vom dritten Platz der Stanz ausgehend erwartet man sich für die gesamte Region touristische Impulse. Als Obmann des Tourismusregionalverbandes Hochsteiermark ist man natürlich sehr froh und sehr stolz drauf, wenn bei so einer Ausschreibung, bei so einem Gewinnspiel einer sehr viel gelesenen Zeitung die Hochsteiermark die Plätze 1, 3, 4 und 6 macht. Und die Stanzer sind sozusagen Wiederholungstäter. Im Vorjahr mit dem Sonnenweg vorn dabei, diesmal mit dem Dorf, mit dem Ort vorn dabei. Man sieht einfach, dass das Herz am rechten Fleck ist und dass die Stanzer wirklich wissen, was sie haben. Wir haben ja viele schöne Plätze bei uns in der Hochsteiermark, aber sie tun auch viel dazu, dass das bekannt wird und das trägt Früchte. Bleibt die Hoffnung, dass viele Gäste, aber auch Stanzer und Stanzerinnen dieses Steiermark-Bankerl vor dem Gemeindeamt in Anspruch nehmen werden. Oder ob sich Herr Bürgermeister nach einem Sitzungsmarathon auch hier ausruhen möchte. Ich werde noch öfter hier Platz nehmen und ich hoffe, dass viele, viele Besucher unserer Gemeinde hier Platz nehmen werden.